Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Jetzt lasst mich nur ganz kurz schauen, ob hier alles passt. Jo, sieht gut aus. Also, folgendes. Letzte Woche gab es keine Videos, da war ich zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil kam eine neue Erweiterung bei Guild Wars raus, musste ich zocken. Jetzt aber bin ich wieder da. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich auf die 5 Videos in der Woche zurückgehen werde. Ich werde es versuchen. Was ich mir überlegt habe, für Sins of a Solar Empire, so ein bisschen zumindest, als ich probiere es aus. Ich will es noch nicht einstellen, ich will noch nicht zurück zu ich kommen oder so. Aber wo ich einfach Lust habe. Das ist halt das Schöne an YouTube. Für mich, ich mache, worauf ich Spaß habe. Und entweder den Leuten gefällt es oder nicht. Und da könnt ihr natürlich immer Kommentare und Wünsche und Feedback lassen. Ich wünsche mir das auch. Aber sobald ich sehe, YouTube macht mir keinen Spaß mehr, werde ich aufhören. Punkt, Ende. Da gibt's gar nichts. Ist aber noch nicht so weit. Ich habe zwar in letzter Zeit so ein paar Ideen, Gedanken, wo ich denke, boah, eigentlich, ja, könnte ich jetzt schon mal langsam aufhören, weil, ne? Aber irgendwo reizt es mich dann doch immer wieder zurückzukommen. Beziehungsweise halt nicht aufzuhören, ne? Das ist so. Und was ich mir überlegt habe, ist, man könnte jetzt für Sins of a Solar Empire, ich habe jetzt die letzten beiden Male immer so Zufallskarten gespielt, die waren zwar interessant, aber da gab es kein so ein Ziel, ja. Und hier gibt es, wie ihr sehen könnt, tausend Möglichkeiten, ein Spiel zu starten. Blitzkrieg, Schlagabtausch, Vorherrschaft, hier, Celanus Kern, lauter solche Dinge. Und da dachte ich mir, hier treibendes Wrack, ich suche mir jetzt eins davon aus, irgendeins von diesen vorgefertigten Leveln. Zentrifuge, keine Ahnung. Und spiel das mal. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Da gibt es sicher irgendwas, wo man gucken muss, hier zornig. Ja, also das scheint schon anspruchsvoll zu sein. Stützpunkt, Sieg oder Niederlage hängt stark von der Fähigkeit, mit verbündeten den Stern und seinen naheliegenden Gigas-Giganten unter Kontrolle zu bringen. Ja. So. Irgendwie sowas, Strudel-Wettkampf, weiß ich nicht. Verlangen. Ja. Also da gibt's ganz, ganz viel. Und eins davon suche ich mir jetzt aus, bevor es hier noch ewig lang zu bla bla wird. Kabel. Ja. Frontlinien. Instabile Allianz. 80 Planeten! Das werdet ihr nicht schauen wollen. Das dauert ja. Da hoffe ich ja nächstes Jahr noch dran, was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Irgendeine kleine Mission hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Naja, 7 Planeten ist schon sehr klein. Schnellschlag. Auf hohem Niveau entwickelt. Das klingt doch gut. Schnellschlag. Für beide Teams somit gegeben, speziell für Spieler auf hohem Niveau. So, da gehen wir jetzt rein. Wir nehmen eine schwere KI, nicht die super schwere, also boshaft, das ist. So gut bin ich noch nicht. Vor allem nicht auf hohem Niveau. Und die Vasari, die hatte ich mal. Da hieß es dann aber, die. Die Stimme regt so sehr auf. Von dem her. Ist nicht gut. Ich will die Stimmen nicht ausschalten müssen, weil Leute sie nicht hören wollen. Ich kann das nachvollziehen, die war nervig, aber sie ist Teil des Spiels. Was ich mal spielen würde, wäre vielleicht die Tech-Rebellen. Die kenne ich noch gar nicht. Oder halt Advent. Ne? Also Vasari, ja, sind Krieg, aber Advent kenne ich zum Beispiel gar nicht. Die haben viel hier so mit so Kultur und so Zeugs zu tun. Ne? Ja, also da Loyalisten oder die Rebellen, das weiß ich jetzt auch nicht. Zerstörte Schiffe wiederbeleben, Welten opfern. Sie können den Eradika-Titan bauen. Offensiv, schwer zu besiegendes Schlachtschiff, das klingt super. Ne, das klingt ganz gut.
Also nehmen wir jetzt die Athen-Rebellen, die kenne ich gar nicht. Was haben wir denn insgesamt? Was ist die Überlegenheit? Bonuserfahrung. Also die leveln schnell. Das ist also ein schnelles Volk, so wie es ausschaut. Erkundungsmaschine. Kultur ist groß entfernt zu verbreiten. Erlösend. Okay. Okay, also viel mit Kultur. Ein schnelles, aber irgendwie defensives Volk, habe ich die Befürchtung. Also naja, wir nehmen jetzt einfach die Rebellen, kämpfen gegen zufällig. Dann machen wir aber... Rot ist schon in Ordnung. Und dann geben wir dieses böse Zeichen. Ich selbst bleib bei meinem Löwen. Und dann Siegoption lassen wir alles so, wie es ist. Ganz normal. Ne? Alles ganz normal und dann geht's los. So, nicht umschalten vergessen. Lass mich gleich mal gucken, ob ich das auch richtig mache hier. So, Shift-Tab funktioniert nicht, muss ich kurz warten. So, aha. Also ich habe umgestellt. Oh, schaut euch das an. Nee, passt. Passt, gut. So, hier ist mein Planet. Da ist ein Stern und da ist noch was. So, das erste, was ich mache, ist mich zurechtfinden. Was mache ich denn? Strahlenbatterie, nein, logistische, hier. Metall und Kristall. So. Gibt's hier sowas wie einen Sucher? Ja, los. Da bauen wir jetzt zwei Sucher. Okay. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, das wird so furchtbar. Das wird so furchtbar. Weil sieben Planeten ist nicht viel. Es ist ein 1 gegen 1. Ich suche Wissen. Dann los geht's. So, ich suche Wissen. Du fliegst runter. Zeigt mir den Weg. Und du fliegst hoch. Mein Pfad ist frei. So, und dann Autopilot. Okay. Kann ich irgendwas forschen? Nein, 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 nein. Ohne Forschungsdinger geht nix. So, dann, was haben wir hier? Tempel der Feindseligkeit. Gibt dir die Möglichkeit, neue Technologien für das Gefecht zu erforschen? Zivile Leben erforschen. Große Werft. Das ist das erste, was ich baue. Und das Ding reißen wir ab. Eine kleine Werft reicht mir im Grunde immer. So. Ein kolonialisierbarer Planet wurde entdeckt. Das bauen wir. Konstruktion abgeschlossen. Zivile Infrastruktur, das brauche ich. Konstruktion abgeschlossen. Und Logistikkapazität. So, das macht Geld. Genau. Naja, das ist ein Asteroid und kein Planet, ne? Da hat es 2 bis 3 so Piraten. Ja, mal gucken. Noch ein Sucher. Also, dann wird es ein Mirror Match. Ist nur die Frage, ob es Rebellen sind oder nicht Rebellen. Ich bin Rebell, ne? Ich habe schon wieder keine Ahnung. Was bin ich denn? Weiß ich nicht. Das sieht nach Rebell aus. Ich glaube, ich bin kein Rebell. Ich bin doch Rebell. Ein kolonialisierbarer Planet wurde entdeckt. Oder? Ich bin doch Rebell. Uhuhu, ich habe die Piraten entdeckt. Glückwunsch. Ich bin doch Rebell, oder? Wo kann ich denn das nachschauen? Konstruktion abgeschlossen. Keine Ahnung. So, RIP. Ich weiß nicht, wo ich das nachschauen kann. So, die sind mir gegenüber feindlich gesinnt und ebenso ich ihnen. Aha. Ich müsste Rebell sein. Ich weiß, Alter. Ihr seht schon, ich bin massiv überfordert. Das LP kann nur gut werden. So, was bauen wir für ein Großkampfschiff? Schlachtschiff, Kreuzer. Wir machten. Der hat viel Hülle, gute Panzerung, gute Schilde. Und auch ansprechenden Schaden. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Hilfsschiff, Kriegsschiff, Träger. Ein kolonialisierbarer Planet. Bauen wir mal einen Träger. Die sind immer gut. Was ist das? Missionar. Oh, Missionar brauche ich für... Genau, unbewohnte Planet. Das brauche ich noch. Dann und wann, irgendwie.
Mehr Credits werden benötigt. Ja, mach mal. Gemeinsam sind wir stark. Wir folgen dem Ruf. So, der sucht mich. Der hat mich auch schon gefunden. Uncool. Aber müssen wir mal gucken, ob man nicht alles dahin kommt. So. Ja, der haut wieder ab. Da mal den Waypoint setzen. Was ist das? Das ist diese Baufregatte. Ich baue mir jetzt eine ganz kleine Flotte zusammen. Ein Missionar brauche ich auch noch. Wie schaut das aus? Ah, schaut's mal. Die machen das so, wie mit so Gasen. Wir sind nicht länger die Verstoßenen. Glückwunsch. Die Rache ist unser. So. Der haut ab. Der hat ein schönes Wurmloch, schaut's mal. Ich finde es cool, dass unser Stern, also unsere Sonne, wenn man so will, in diesem Fall blau ist. Das ist einfach nur geil. Wir folgen dem. Oh, jetzt haben wir hier meine kleine Flotte. My little Flotte. So, jetzt gehen wir da runter. Und holen uns Praxedis. Den holen wir uns. Hier muss man sich wirklich schnell ausbreiten. Ich kann Zeug forschen, glaube ich. Kann ich noch nicht. Ich mache erstmal so ein bisschen auf. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ja, los geht's. Springt, meine Kinder. Springt und verbreitet und so. So. Wir sind ganz Ohr. Wir verstehen. Das ist gut, wenn ihr versteht. Das. Kolonialisierbarer Planet wurde entdeckt. Das ist gut. So, und da ist der Gegner. Und er hat auch schon ein paar Advert-Dings da. Avantgardisten. Sucher. Er ist nur auf zwei kleinen. Aber er hat auch schon ein Missionar. Und auch schon eine große Werft. Also das Großkampfschiff lässt nicht sehr lange auf unsere sich warten. Truppen haben den Feind angegriffen. Ja, das ist natürlich dämlich wie noch was. So, und er hat hier schon einen Planeten. Schaut sich das an. Ja, Montagedrohne, Mutterschiff. Oh, Mutterschiff. Kann ich das auch bauen? Korvette? Nee, falsch. Befreier, Bezwinger, Advokat, Botenkreuz. Nö. Hä? What? Wie geht denn das? Aha. Wieso darf ich das nicht haben? Der hat ein Mutterschiff. Steht da, Progenitor-Mutterschiff. Das habe ich nicht. Sauerei. Warum? So, der hat auch nur einen Asteroiden. Meiner hat allerdings... ah ne, seiner hat auch. Ja, gleiche Voraussetzungen. Okay, macht Sinn. So, er spioniert mich schon wieder aus. Ein weiterer Planet ist der Unity beigetreten. So, und jetzt muss ich mich beeilen. Ja, danke. Haut das Ding mal weg. Konstruktion abgeschlossen. Und dann ganz schnell da. Na ne. So. Wir erwägen es. Ja. Unser Wille geschehe. Ah, das Ding ist kaputt. So. Jetzt schnell auf den Planeten, bevor der Gegner sich den holt. Und hier Zivile und Logistik. Und dann natürlich das da. Das schaffen wir. Was ist das? Missionar. Der fliegt hier auch nach. Für die Unity. Da hat es zwar schon so eine größere kleine Flotte, aber die werde ich mir jetzt auch einfach schnappen. Was denken Sie? Keine Ahnung, was ich denke. Die Anima sind unruhig. Irgendwas kann ich leveln. So, telekinetischer Stoß. Stößt Kampfflieger, die sind gleich gewaltsam weg. Okay. Drohnenmeister, extra Geschwader. Hui! Das finde ich geil. Das ist das Erste, was mal leveln. So. Und dann müsste ich doch jetzt bald Tempel der Harmonie. Wieso darf ich nichts forschen? Planetenentwicklung abgeschlossen. Oder ist er noch nicht fertig? Oder macht er was ganz anderes? Ich dachte, ich darf forschen. Ja, dachte ich. Wahrscheinlich brauche ich zwei, oder? Nee. Ha, hier, jetzt da. Alle Mitglieder fokussieren ihr Denken auf die Forschung. Benötigte Zeit. Okay, das ist nicht schlecht. Wüstenplanetenstand. Wüstenplaneten sehe ich noch keinen. Ist das ein Eisplanet? Ja. Okay, dann muss ich
Eisplanet erforschen. Arktisch, dann brauche ich einen zweiten Tempel. Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Ich brauche einen zweiten Tempel der Harmonie. So. Genau. Hier wird jetzt geballert und gekämpft und piu piu. Oh, das ist das Mutterschiff. Was ist denn das? Für eine Art Kreuzer. Progenitor-Klasse. Konstruktion abgeschlossen. Gepriesen sei die Unity! Aha. Das ist was anderes. Ich habe einen Träger. Der hat viele Schilde, viele Hüllen. Aber ich glaube, wenn ich mich da fokussiere, müsste ich das hinkriegen. Ich sollte aber noch ein bisschen was ausbilden, um Verstärkungen schicken zu können. Jetzt lasst mich mal gucken. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe hier. Vor allem, es kommt drauf an, ob die Piraten ihn angreifen oder nicht. Und ich glaube, dass... Ah ne, der springt jetzt weg. Okay, er springt weg. Das ist meine Chance. Wieso die Angma? So, habe ich hier noch den Missionar? Ja, der lebt noch. Der sollte vielleicht mal irgendwo in Deckung gehen, der war nämlich teuer. Am besten springt er nochmal zurück und kommt dann nochmal her. So, jetzt müsste ich forschen können. Eisplanet und Erzvorkommen. Ah, das machen wir zuerst. Das ist nämlich taktisch klug. Wenn ich das zuerst mache, kriege ich ein bisschen mehr Erz. Weil den Eisplaneten kann ich eh noch nicht besiedeln, solange hier noch gekämpft wird, ne? So, der Sucher macht nicht viel. Allerdings nervt es so ein bisschen. Ich glaube, ich baue jetzt hier eine Strahlenbatterie. Dass hier mal ein bisschen Ruhe ist. Nein, warte, das ist dämlich. Das brauche ich jetzt nicht. Was denken Sie? So ein bisschen klug spielen sollte ich hier schon. Wenigstens sollte ich es versuchen. Und dann forschen wir den arktischen Planeten. Wir folgen dem Ruf. So, und hier geht es jetzt auch dahin. Deine Präsenz ist stark. Das ist sehr schön. So, der ist weggesprungen. Zwar zu dorthin, genau. Was soll entdeckt werden? Unbedingt alles dorthin gehen. Offenbar. Da ist wieder ein Sucher. Ja, der schaut sich alles genau an. Ich merke schon. Ich merke das. Ich merke das aber sehr gut. Aber nicht mit mir. Oh, der Missionar, der muss hier wegspringen. Und zwar schnell, bevor er abgeknallt wird von dem Sucher. Der Sucher macht nicht viel Schaden. Zwei, trotzdem. Bei der knappen Hülle, gefällt mir gar nicht. Wie viele Erfahrungspunkte hat man? Haha, der hat gesammelt, schaut sich das an. Starke Energieaura. Reduziert von Energiewaffen auf allen Schiffen. Das klingt auch gut. Machen wir mal das da. Und hier gibt es halt vier Kristall-Asteroiden-Dinger. Sehr nützlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die 7 Planeten. Der hier ist nicht ganz so wichtig, habe ich das Gefühl. Obwohl es natürlich nice wäre, den zu haben. Wie alles andere auch. So, Titan, davon bin ich noch weit entfernt. Wissen erworben. Wissen erworben. Ah, sehr schön. So, Logistik, immer wichtig. Und dann bauen wir hier einen Tempel der Feindseligkeit, damit wir auch ein bisschen coolen Kram erforschen können. Aber erst, wenn dieser Planet... Wir sind ganz mir gehört. Das ist der Missionar. Genau. So. Und genau hier speichere ich jetzt auch schon ab. Bams. Safestat. Bams. Und dann mache ich hier eine ganz kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Genau. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! We'll be right back.